Aktiv Radfahrentest 2010, Elektroräder. Diesmal im Sportradtest dabei das Awe GT, ein Rad, das sich eben sehr gut eignet für weite Touren, das sehr gut auf Naturpisten läuft und auch eine Federung hat. Im Kreis der sportlichen Pedelecs in unserem Test, in dem sich hauptsächlich sportiv orientierte und gestrippte E-Crosser und zwei Mountainbikes tummeln, nimmt das Awe GT eine Sonderstellung ein. Es ist nämlich ein konsequent durchkonzipierter Sporttourer mit stabilen 26 Zoll Laufrädern und einer alles verzeihenden Breitformatbereifung, deren Profil in Laufstreifen mit der Flach an der Reifenschulter aber stollig ist, für Leichtlauf auf Teer sowie Spurtreue und Grip auf Naturpisten. Der Long-Distance-Konzeption entsprechend gibt es hier eine 24-Gang-Kettenschaltung für Entfaltung und bis am Berg. Die gekröpfte MTB-Lenkzentrale mit Ergogriffen liegt besonders gut in der Hand. Motor in Front, Akku im Heck, der Gewichtstrim stimmt. Fahren ohne Strom verläuft trotz 21,3 Kilo Gewicht doch recht angenehm. Was uns auffällt, mit einem leichten Sirren zieht der Motor recht kraftvoll nach vorne. In der Eco-Stufe ist das Gewicht des Rades ziemlich vergessen. Uns gefallen das überlegene Steuern, die sehr kompakte Sitzposition, der souveräne Geradauslauf und die lässige Wendigkeit des GT. Der Motor trägt im Power-Modus den Fahrer steile Anstiege hinauf. Die Unterstützung der Schaltung kann hier ja, wenn nötig, sehr gut mitarbeiten. Die Reichweite im Eco-Modus ist für Touren perfekt. Sie reichen nämlich 100 Kilometer, wenn Sie den Motor einfach nur so mitlaufen lassen. Am Berg selbst erreichen wir eine Geschwindigkeit von 17,1 Stundenkilometer. Das Gesamtgewicht noch einmal 21,3 Kilo, das Batteriegewicht 3,3 Kilo. Das Rad kostet 1899 Euro, die Ersatzbatterie 599 Euro. Unser Fazit, das Awe GT ähnelt einem klassischen Reiserad. Kompakt, stabil, ausgewogene Sitzposition, beste Fahreigenschaften und das alles gepaart mit Motorkraft und großer Reichweite. Applaus für Awe, wir meinen Probefahren, wir vergeben gerne das Prädikat Reise und das Urteil sehr gut.